Servus Leute, heute gibt es einen Raid auf Customs, bei dem ich einen Teil der Quest Capturing Outposts erledigt habe. Bei der Quest muss man 15 Kills im Fort Knox machen, 15 Kills im Madcamp auf Woods und 15 Kills auf Shoreline am Pier. Und ja, in dem Fall war ich auf Customs unterwegs, Fort Knox, und habe dann ein bisschen das PvP gesucht und auch gefunden. Gab da die ein oder andere schöne Szene und ja, einiges an Action. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr nachher vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und ein Kommentar hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die haben die Scav-Zeiten und auch die Scav-Boss-Spawn-Prozent. Passen sie je nachdem an, ob Vibe Anfang ist oder nicht. Nee, Dennis, wenn schon Found in Raid, traden über ein Flea Market. Wenn er noch Found in Raid ist. Ist nicht mehr vorne in Red? Nee, dann behalten. Ist okay. Ich schiss, wenn ich hier drauf zulaufe, dass irgendwann mal wirklich die Usex-Scav-Bosse da sind. Strength 44, ne? Heute bin ich schon 43 geworden. Ist halt schon durchgelevelt, ne? Die Runde läuft 1,5 Minuten. Stärke durchgelevelt. Sind sie doch, oder? Nee. Brunnen stimmt nicht. Was ist da ein Scav? Schlüssel kann man nicht mehr droppen, ich glaube nicht, ne? Oh. Wo ist der Sack? Ich bin gerade voll an dem vorbeigelaufen. Nee, das geht auch nicht mit dem Rucksack. Du kannst den nicht droppen. Der löscht sich dann. Oh, gut geschossen. Gut geschossen, Junge, Junge. So, Spearschiss. Heute noch zwei Leute hier. Der hatte halt eiskalt SNB geladen, ne? Ah.
Das Umschalten hat gerade nicht so geklappt. Ich habe mich gerade verdrückt, weil ich einen neuen Bind habe. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Und Spieler. Er hat gerade welche vorbeilaufen lassen, kann das sein? Weiß nicht, ob das Gäste waren. Ah, meine Dailies sind resettet. SMB, sag ich doch. Der Schuss hat ganz schön wehgetan. Was Gav schießt. Los, wohin? Na, ja, ist schon ein wenig dunkel hier, ne? Wenn ich die Doppeltreppe nehme. Wieso Déjà-vu? Oh. Oh shit. Nee, sind sie auch nicht, die Lichtverhältnisse. Laser.
Oh boy. Saved. Wo kommen sie denn alle? Ohne Scheiße, kommen sie hier alle aus ihren Löchern. Macht mir hier. Zweimal springe ich hier raus und zweimal beschießen mich Leute. Das ist ziemlich unlucky. So, wenigstens haben wir die Quest fertig. Hipfire on point? Was sagt ihr? Wo kamen denn die alle jetzt her, ey? Safe an, ja. Wie macht die SR? Piu, 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 piu. So macht die SR. Genau so. Moravio, danke für die 300 Bits. Wundervoll. Danke für den Support. Meine Güte, ey. Wollten die alle die Quest machen, ey? Die wollten mir alle ins Leder. Ich glaube, das war eine größere Gruppe irgendwie. Dass die zusammengehört haben, alle. Ja, wenn es eine Fünfergruppe war, könnte einer theoretisch noch leben. Wir schauen mal, ob ist nicht offen. Ich brauche meinen Rucksack von oben. Ja, das war der, der dann rangepusht ist, Todi. Der mich beschossen hat. Deswegen sind sie ja gekommen. Die haben mal gesehen, da ist ein Fight irgendwie und deshalb sind sie hier rangekommen. Der hier unten liegt, da außen, hinterm Container, das war der mit BT-Ammo, der mich beschossen hat. Vom Skeleton. Ich glaube, ich loot bloß die zwei drinnen.
Chunker Boys. Die hatten alle nicht so viel. Tarkohler war vorhin 40.000 wert. Der ist aber auch schnell hierher gekommen, muss man ihm lassen. Hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell verschiebt. Und das mit Level 3, okay. Respekt. Oh. Mm. Ah, ärgerlich. Boah, die 2000 bleiben liegen. Ja, Capturing Outpost auf Customs geht gut von der Hand. Nächste Runde schauen wir mal auf Woods. Und Shoreline ist natürlich Katastrophe. Unten am Pier. Die zwei außen lasse ich liegen, weil angenommen, die haben noch einen Teammate. Dann hockt er da irgendwo und wartet bloß drauf, dass ich da an die Leichen rangehe. Und die haben beide nichts. Der eine hat eine Shotgun mit Ushanka. Der andere hat irgendeinen Lowy-Helm auf. 6B47. Na, zu viel braucht man ja nicht erwarten. Ja, ja, wenn man es fertig hat mit der Killquest, dann kommt noch mehr. Ja, es ist, keine Ahnung. Auf Customs kannst du ja, Fort Knox ist ja hochfrequentiert, da kriegst du die Kills schnell. Außer Atem hier rüberspringen. Guter Move. Werde ich auch machen, Lampard, denke ich. Weil allein es manuell zu machen, ist sau langweilig, ey. Allein schon für den Stream ist es sau langweilig, wenn ich da stundenlang am Pier am rumcampen bin. Die Kills kriege ich schon irgendwann. Das ist halt bloß eine Frage, wie viele Stunden ich da unten verbringe. Und hier ist natürlich auch nicht offen. Egal, wir gehen zum Exit durch. Außen ist irgendwas gejoggt.
Das stell dich nicht so an. Endurance 8 ist einfach ein Fest, ne? Stärke fast auf 45, Endurance 8. Let's go. Ja, Endurance ist auf 8. Da, Endurance 8, Stärke, ja gut, 44. So Leute, machen wir Hallo YouTube draus. Machen wir Hallo YouTube draus, komm. Haut mal Hallo YouTube raus. Wie kommt das, der eine ist jetzt so gut, Level die anderen nicht? Wenn man Übergewicht hat, levelt man Stärke. Und wenn man keins hat, levelt man Endurance. Und das heißt, ich bin immer Übergewicht, deshalb level ich bloß Stärke. Hallo YouTube, und ich bin auch Level 50 geworden. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 4. Waren 6 Kills? War ich am Anfang? Okay, waren 6 Kills. Nee, waren 5, sorry. Nee, 6. Stimmt schon. Das war kein Scaff. Wer war das denn hier? Gut, ich habe keine Ahnung. Ah, den einen da auf Range, ne? Genau, genau. Wie hoch war der höchste Kill? Ah, waren genau 100 Meter. Nice, hat für die Quest gezählt. 100,64 waren das. Hätte für das alte Shooterborn in Heaven, hätte er gezählt. Und Level 50. Wupp, wupp. Gut, dann werde ich jetzt wahrscheinlich auch Level 51. Let's go.